10 seconds remaining. Prepare to battle! Thirty seconds to battle! Oh boy, oh boy! This is gonna be fun! Hello, I'm Gabe Newell. You've just achieved First Blood. Thanks and have fun. See it now, do ya? Says fix. Stop you.
double damage. Finders, keepers. Radiant's bottom tower is under attack. Invisibility! The King Mage shall bring me back! Dire's courier's gone down in flames. Aren't those things endangered? So, Schafro, bist du da? Hat jemand Bock zu casten, der hier ist? So 8 Minuten 30 geht der Cast los. Oder bin ich lonely? Dann caste ich ein Lonely. Oh, Schafro ist da. Na klar, man kennt ihn doch. Na, bin ich da. So. Nice. Jetzt gerade erst dazugekommen. Ich habe so ein bisschen nebenbei geguckt, aber nicht wirklich was mitbekommen, außer dass Luca zweimal solo gegen Perf gestorben ist, der Noob. Ja, und Perf hat einmal missplayed und ist in der Mitte selbst gestorben an dem. Eigentlich muss Perf die Lane hart gewinnen. Glaubst du? Ich glaube eigentlich. Ja, wobei, ja. Stimmt. Luca ist schon der beste Lane. Manfighten kann Luca ihn nicht, weil er klaut die ganze Zeit Int mit seinem Spell und Last wird macht halt so viel Bonusschaden mit dem Int-Dau.
Ja. Also jetzt vielleicht nicht mehr mit einem Ulti, klar, aber... Dire's bottom tower is under attack. Bis Level 5. The Dire have reinforced their structure. Ich glaube, wir müssten die Lane oben doch voll hart gewinnen, oder? Eigentlich. Das ist so nett. Okay, Luca macht jetzt ein typisches... Radiant. Ich glaube, Radiant müsste sich sogar zum Karten in die Lane. Ich glaube nicht mal, weil die ganze Zeit Morph und Jakiro Sticks ready haben. Und die dadurch die ganze Zeit Regen haben und so weiter. Also ich glaube schon, dass die gewinnen müssen, aber nicht hart. Ich glaube, Bristol ist ziemlich, ziemlich gut gute Lane eigentlich. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Noelle hat halt unzählige Denies. 26 keine Zeit. Aber der Bristol hat jetzt auch nicht so einen schlechten Wert auf 34 Lasted. Aber ich glaube trotzdem, also ich weiß, ich habe jetzt nicht gesehen, was sie gespielt haben. Okay, Luis ist irgendwie komplett Brain AFK da unten, sein Kurier reingefeedet in den Axe, der da... Ich bin sehr verwirrt, was hier gerade alles passiert. Okay, der Axe hat den Kurier gekillt. Teach, ne Moment, das ist gar nicht Teach, wer spielt denn den Bane? Das andere. Oh, nee, den kenne ich nicht. So, das andere. Ich auch nicht, der ist glaube ich auch neu. Andere ist Axe hier. Ja, André ist Ex. Der Bane ist auch da gestorben. Sehr, sehr crazy. So, aber der Bristle, der macht jetzt oben Bristle-Sachen. Oh. Aber er stirbt. Oh, und hier den Jakiro können wir noch haben. Der hatte einen 10er-Stick und eine Hood. Beides nicht eingesetzt. Feels bad, man. Und Luca ist hier ready to kill. Weil er glaub, ich glaube, Luca kann nur nicht. Leute mit Ulti gerade killen. Ja. Auf jeden Fall. Also Solo ohne irgendwie Ulti kann denn niemand killen gerade. Ich glaube aber, dass Klings später richtig, richtig krass gegen Silencer ist. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Außer Silencer ist so fett. Er geht aus Shadow Blades, könnte schon ziemlich entscheidend werden, dass er dann vielleicht einen Hex hat. Dann macht er auch einen Klings relativ nah. Ja, aber ich glaube, die Army tötet ihn einfach. Da kann Silencer dann relativ wenig machen. Radiant's Middle Tower. Ja, je nachdem, wie viel Damage Luca dann gekauft hat, weil die skate ja jetzt mit dem Damage. Wenn du einfach keinen Schaden auf Klings hast, hast du halt auch keinen Schaden auf den auf der Army. Luca geht aufs Orchid, was. Boah, es kommt vielleicht ein bisschen zu. Perf geht da wieder oben, den Bristle abfarmen ein bisschen. Aber ich kenne das, man fühlt sich mit Bristle dann, wenn man so ein halbwegs solides Game hat, fühlt man sich so stark. Und manchmal feedet man dann einfach ein bisschen rein. Ja. Richtig sad. Dire's middle tower is under attack. So, der Axe so, Luca versucht ist jetzt aber... der ist richtig close am Blink dran. Jetzt kriegt er auch noch ein Iron Talon, das ist ein nices Item of Axe. Early. Radiant's top tower is under attack. Kann so schnell jungeln damit. Oh, jetzt kriegt er ja auch einen Stack. Killing spree. Nächsten Stack. Der Blink auf jeden Fall. Okay, er entscheidet sich für die Faded Brooch. Ist okay. Nach dem Stack wäre die Faded Brooch besser. Für den Stack hätte ich das Iron Talon noch behalten. Aber ich auch. So. Luca macht sich ganz gemütlich mit dem Ulti Kill auf Snapfire. Double Kill. Is under attack. Noel dreht hier rein. Oh, in der Mitte, der fight Noel jetzt. Oh, das könnte er geht nicht weiter. No Name hätte ihn dann einfach mal Fiendscript können. Das hätte ein Riesenproblem sein können. Ah, und weg von Top gegangen, Noel, der weiß, das ist nervig, gegen die drei da Highground zu defenden. Den Tower zu defenden. Das ist blöd. Der wegjungelt. Aber der Silencer hat mir echt ein zu gutes Game aktuell. Ja. Und eigentlich alle drei Cores von Dire hätte ich, glaube ich, gedacht, dass die alle drei ein schlechteres Game haben. Axe hat jetzt seinen Der Axe hatte vor allem auch einen ziemlich schlechten Start, weil der Bane ist halt einer der einzigen, oder also ich glaube der einzige Held. André hat es, wie auch gerade noch gesagt gehabt, der ihn vom Creepskippen anbrechen kann. Die Creeps laufen einfach weiter. Okay, aber sie finden leider nix. Luis geht hier schon richtig patient zurück und wow. Wer bei denen baut eine Spirit Vessel? Die brauchen eine frühe Spirit Vessel gegen den Morph. Das wäre ziemlich nice. Also ich glaube, ich wäre auf der Death Prophet Spirit Vessel first gegangen, anstatt den Luis. Weil Luis ist echt nicht so nice in dem Spiel. Es ist vielleicht ganz okay gegen den Silencer, aber den sollte eh Luca bearbeiten. Und Luis ist nur Setup für den Jakiro, dich zu stunnen. Oh, jetzt findet der Luca auch noch eine DD.
They're unstoppable. Macht ihr wilde Sachen Blood. Im Fight. Okay, einen nach dem anderen. Thanks for playing, Dodo. Darf sich jetzt hier Double. Nicht überschätzen. Andrei denkt sich auch, ach, da fight ich mal noch ein bisschen weiter. Und Swift kommt langsam rein. Und den Fight haben sie ziemlich hart verloren. Haben sich alle ein bisschen überschätzt. Luca will Noel noch killen. Oh, mal schauen, wie greedy ist Noel jetzt. Idee. Wenn er zum Shadow Walk kommt, hat er noch den Effekt spielen. Oh, Noel hat keinen Mana, das wissen sie, aber der hat halt super viel. Oh, schön, nice geklaut, ihm ist gegangen. Und jetzt können sie Luca vielleicht sogar killen. Luca, du bist dein Gefahr, du bist dein Gefahr. Oh, nice play. Sehr gute Choice, da noch für den Kill zu gehen. Ja, auch mit den TPs von den anderen. My bad, sagt Luca da auch. Perf kriegt den Kill. Ich glaube, das ist sogar ganz gut, dass der Morphling da nicht die Streak bekommt. Weil ich glaube, der ist der, der das Game hier carryen muss. Also ich finde, hier liegt sehr viel Druck auf Noel, weil der Silencer, glaube ich, wird ziemlich leicht rausgenommen. In den späteren Fights. Vor allem, wenn er out of position so ein bisschen ist. Wenn er da irgendwie disabled wird, angegangen werden kann, dann ist er halt ziemlich poppes und hat Probleme, ganz einfach. Ja. Allerdings, hat wenn er Bristle hält hier, aber guck mal, Bristle hält hier gut mit von den Cores. Das ist echt ziemlich gut aus dem Radiant, wenn die Deathbomb jetzt nicht feeden würde. Was hat die denn überhaupt gemacht auf dem anderen Highground, ohne dass dann Tower ist? Ich weiß verwirrt. Es auch nicht. Greedy gefarmt. Das ist ein typischer Foxer-Move, würde ich behaupten. So, ich weiß, können sie Midlane verteidigen? Ich glaube, sie geben das auf. Klings hätte sein Ulti in 25 Sekunden ready. Das reicht wahrscheinlich nicht. Kotl hat auch kein Ulti. Jedem Tod auf Raided sehen muss, es kriegt fast immer das Silencer 2 plus in. Ja. Das ist natürlich für den späteren Spielverlauf schon sehr hart. Für Raided. Wobei, der macht doch mit den Glaives, die gehen, warte mal, wie funktioniert denn das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. 75% into damage. Ah, okay, aber das heißt, umso länger er hittet, umso krasser wird er im Fight trotzdem nochmal. Aber das, was er schon hat, ist trotzdem wichtig. Okay, ich verstehe. Ja. Das heißt, Silencer ist ja gar nicht so super scheiße im Late Game, wie ich dachte. Nee, ich dachte, nur das Aga ist halt jetzt anders. Scheiße. Das Aga ist jetzt halt scheiße. Naja. Auch wenn das Aga gar nicht so scheiße ist, wie ich gedacht habe. Oh, Detection ist da. So, jetzt committen sie aber sehr viel auf den Silencer. Ich glaube, der wäre auch so gestorben. So, und Dende muss jetzt hier aufpassen. Schön. Der Bane findet hier noch Nightmare auf den Axe. Aber da können sie sich überhaupt nicht entscheiden, wen sie chasen wollen. So, Luis geht jetzt noch auf den Axe, hat Link ready. Ja. Kann man Luca findet noch den Wolfgang. Hero. Somebody spent a lot of money. Aber nur er hat weite Free-Farbe eigentlich. Noel hat weiter Freeform, aber Luca trotzdem im Netflix über ihn. Oh, das Growth Bow für den Silencer. Growth Bow für den Silencer, das ist extrem stark auf die. Growth Bow für den Silencer, ich glaube, das würde Luca sich auch wünschen. So ein schöner, netter Growth Bow. Ja. Also die Chance, dass er es droppt, ist sehr hoch. Oh, Dende TP da unten weg. Gute Entscheidung, Luca wäre da gerade für den Kill gegangen. Jetzt sind sie in der Mitte ein bisschen allein, da müssen sie aufpassen. Oh, Luis, du bist da so tief! Aber was ist das für ein Call? Wen wollte er da denn erwischen? Eieieiei, kein guter Call. Jetzt müssen sie aber aufpassen, dass sie nicht trotzdem von daher einfach gegoat werden. Luca ist wieder da, Luca hat erst in 30 Sekunden Ulti. Swift ist wütend, Swift spuckt hier nur ins Gesicht. Also das war gerade ein Call ins Nichts, ein Eispuff ins Nichts. Und das ist einfach ja, ich weiß auch nicht, da wollten sie vielleicht einfach alle gleichzeitig erwischen und haben dann leider niemanden erwischt. Jetzt, oh. Silencer ist auch echt nice gegen Bristle. So, schöner Nightmare-Save auf den Bristle und jetzt bin ich mal gespannt, was sie im Fight machen. Luca, oh, jetzt ist ein guter Eispuff, Luca ist im Bedrängnis, Luca ist tot! Der Silencer räumt hier richtig auf! Der Fight oh, der Bristle kann Prophet einfach nicht Ulti, dagegen ohne stehen. Ohne des Klings Ulti. Noch ein schöner Eispath. Oh, und du sehr, sehr, sehr hart. Guck dir mal bitte den Silencer an. 74 Int gerade geklaut. 20 Perma, 54 durch den Spell.
Eieiei, der hat auch 3800 Damage in dem Fight gemacht. Einfach nur drauf gekloppt, drauf gehauen und alles verprügelt. Aber sah der Fight am Anfang gar nicht so schlecht aus. Aber ich glaube, Luca hatte da ein bisschen falschen Fokus am Anfang und stand dann viel zu tief drin, vor allem ohne Ulti. Ich glaube, sie können nicht fighten, wenn sie Perf nicht vorher finden. Ja, es ist auf jeden Fall schwer. Also Luca muss also die Bane Aufgabe kann seine von Ulti Luca nicht ziehen. Aber sehe ich das richtig? Versucht Perf hier auf den Manta-Style zu gehen? Perfs Item-Builds sind immer so crazy. Shadowblade Manta-Style, was Manta? Ist das für ein Held? Es ist der Silence. Aber wahrscheinlich um das Orchid zu dodgen und trotzdem Attack-Speed ja, und so weiter zu haben. Oh, Luca hier bei Noel. Noel hat noch keinen Manta, der stirbt jetzt einfach. Schöner Solo-Kill auf Noel. Oh, wunderbar. So knapp vom Manta. Das ist wichtig, so Kills nochmal auf den zu holen. Hier ist Sentry, sehen Sie Luca. Geht Luca jetzt nochmal auf den Arm, Jakiro. Oh, Wolfgang, du bist da in Gefahr, du bist da in Gefahr. Ihn. Double kill. Oh, das darf nicht passieren. 50 Permadamage hat er schon durch Deathpack. Boah, das sind big kills. Das ist ja wirklich Silencer und Kling sind sich ja richtig ähnlich in der Mitte. Ja. Vor allem Silencer aber leider Shadow Silencer kann auch in gehen. Klauen die ganze Zeit irgendwas vom Gegner. Gemein. Dire's top tower is under attack. Sogar hier weiter auf Killjagd. Ohne Morphling und ohne Jakiro sind sie gerade sehr schwach. Der Top Tower sollte da auch schnell genug fallen. Lapfire, die farmt gemütlich. Hat die Ulti an. Hat keine TP, aber macht nichts. So, Death Prophet Ulti sollte auslaufen. Luca geht jetzt auf den Deso. Oh, Ronny geht auf Guardian Greaves first. Und keiner baut die Wessel bei Radiant. Also, ich würde mir sehr wünschen, dass Luis das macht. Andrei callt hier die Illu vom Kottel. Und ich weiß nicht, Swift ist hier ganz alleine als Brüssel. Schauen wir mal, ob sie den retten wollen. Schönes Mac von Ronny. Perf hat kein Mana mehr. Die können nicht weitergehen. Würdiger Fight. Oh, Andrei will aber noch. Guckt hier nach einem Call, aber nö. Er dreht um. Ganz entspannt. L ist nah am Manta. Manta wird der sehr, sehr stark. Ja, das braucht er gerade so dringend. Ja. Wenn er das nicht schnell zusammenkriegt, dann kann Luca die ganze Zeit pillen. Oh, Dende. Du darfst doch nicht deinen Shrine nehmen, wenn da Klings rumlaufen könnte. Aber das reicht gerade so noch. Oh, das ist Mistplay, oder? Oh, es reicht. Ronny, nicht. Du hast doch Blinding Light. Aber Level 1. Oh. Aber hätte das gereicht? TP ab, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mehr. Aber er hätte eine Ulti gehabt. Also die hätte auch. Warum hat Luca denn. Der hat gemisscallt. Warum hat Luca denn seine TP abgebrochen? Der hatte keinen Call. Oh mein Gott. Also irgendwann jetzt wird er wirklich gecallt. Das wird Luca sein. Luca, warum cancelst du denn deine TP? 4 Free-Ins für den Silencer. Ronny hat ihn da so schön gerettet, aber der wusste nicht, dass der Ex keinen Call hat. Da hatten wir vor kurzem schon mal eine Situation mit der Naga, wo ich auch, da habe ich Sandkin gespielt. Und da hat er im Naga gespielt und hat seinen Song angemacht. Und ich habe BKB von woanders angemacht, bin reingeblinkt, hatte aber keinen Stun. Ah, ich kann mich noch dran erinnern, das Spiel, da habe ich mitgespielt. Ja, genau. Und da hat er seine TP gecancelt, weil er dachte, ich bin drauf geblinkt und er wollte direkt weglaufen. Das war ähnliche Situation hier. So, aber Swift geht jetzt hier für den Champion auf den Jakiro. Swift. Oh, schön gedodged. Hey, Wolfgang macht den Ice Perfect gar nicht. Der denkt sich, ja, den hätte ich eh nicht getroffen. Da sterbe ich doch mal ein bisschen. Noel hat das Manta ready. Er nimmt hier die 300 Attack Range. Sehr interessant. Sehe ich sehr selten. Das ist E-Blade. Was immer echt beeindruckend ist an Luca mit dem Klings. Er farmt echt wenig, rennt so viel über die Map. Trotzdem im Networth fast top. Crazy. Hat übrigens gerade, als er da gestorben ist, mir wütende Zeichen im Chat geschrieben. Ich hasse es, zum Schreien zu tippen. Ach so, deswegen hat er gecancelt wahrscheinlich. Weil er auf den Schrein tippt ist, auf den Outpost. Oh, da stehen sie alle bereit.
10 Luca, so, ich hab oder? Ich geschrieben, dass 10. er die TP hätte durchziehen können. Luca rennt hier mal wieder durch alle durch. So, hier kommt von. Wer zeichnet hier Snapfire? Zeichnet ihr irgendwelche merkwürdigen Linien auf die Minimap? Ja, wahrscheinlich das wollte er hier so als symbolisieren, würden sie smoken dass wollen. Da die Grenze ist. Ist so die Grenze. Da, da dürfen genau, sie da gehen wir nicht weiter. Nur den Weg. So, und der Klings, der jagt wieder und jagt. Oh, ein armer Jakiro schon der wieder. Der findet den armen Jakiro. Oh, schönes Grinding Light. Und jetzt geht es im Duell. Das Global kommt zu spät. Der rennt da einfach rein. Denkt sich auch, mir kann doch nichts passieren. Ich hab Global, aber Global kam auch. Sehr tief. Ich bin so verwirrt. Was sind das für Plays hier? Silencer wird da fast gecatcht. Silencer hat kein Mana. Swift ist da aber sehr, sehr low. Silencer bringt den einfach um. Hat wieder mal 66 Inter. 36 Permanent. Oh, der Silencer, der macht Schaden. Der verkloppt. Aber Luca auch jetzt wieder top of the net worth. Hat fast sein Deso. Und ich will da wirklich in so einem Klings-Ulti mit Deso will ich wirklich einfach nicht drinstehen. Das tut nämlich sehr weh. Also wenn ich nicht ein DK mit einem Hard oder so bin, will ich da nicht drinstehen. Ja, man hat gesehen, wenn der Morphling so low einfach mit Agi ganz viel da reinrennt, der platzt aber auch wie ein Ballon. Ja. Da muss man aber auch Perf so ein bisschen die Schuld geben, weil das das Ulti. Ja, der Global kam tatsächlich etwas zu spät. Also es war von beiden wirklich nicht gerade gut gespielt. Noel, der da einfach reinläuft und Perf, der da gar nicht globelt. Sad. Sehr sad. Jetzt hat Perf gerade das Teleskop gefunden, wenn das sich der Jakiro zum Beispiel nennt, haben die nochmal mehr Attack Range. Und Cast Range, das Telescope ist nochmal extremer Buff. Teleskop auf Jakiro ist so juicy. Das ist so juicy. Ja. Oh, und eine DD. Da rennt der Morphling jetzt hin. Ja, voll nicht nur auf den Jakiro. Double Damage. Luis findet der Klings geht jetzt auf den BKB. Die Glaives gehen nicht durch BKB durch. Okay. Sand. Oh, der Klings hat den Mindbreaker. Das heißt, er hat jetzt nochmal ein Auto-Hit Silence. Ja, wenn der Morphling da misplayt und nicht schnell genug rausgeht, nachdem der erste Hit kommt und er denkt, das ist irgendwie der andere Silence und die richtige Illu direkt herausfindet. Oh, jetzt gehen sie in Rush. Guter Call mit Bristle und dem Deso und so viel meines Armor. Guck mal, wie der Rush, der fällt hier voll schnell. Währenddessen da ja unten am Shrine nehmen, ahnen gar nichts. Wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht, wenn jetzt gleich. Achtung! Rosh, und da denken sie sich bestimmt gerade, oh fuck. Boys, warum zurück. Haben wir das nicht gewusst? Die werden jetzt pushen. Radiant's bottom tower is under attack. Silencer hier jetzt gerade erst zurück. Geht hier gerade ein bisschen einen gefährlichen Weg zurück. Oh. Ja, nicht nur gefährlichen Weg, ich finde es ist auch sehr greedy, die Ancients hier, also genau diese Ancients versuchen zu farmen. Weil wenn er dann in dem Moment ensnared wird und dann jemand dich sieht, bist du halt Aber gut, sie hatten da keine Vision, auch wenn da keine Sentries waren, sie konnten sich nicht sicher sein, aber trotzdem Perf mit dem etwas greedieren Play halt. Ronny pusht hier oben schön die Wave raus, dass der Klings erst gar nicht dahin laufen muss. Ich weiß gerade gar nicht, worauf Radiant so doll wartet. Meinst du, die warten auf irgendein Item, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also vielleicht aufs Aga von der Death Prophet. Ich meine, da fehlen noch vielleicht 2-7 hat sie. 700 Gold. Fehlen da. Das könnte man schon abwarten. Ich glaube, das BKB auf Luca filmt, warten sie nicht, Nee, das wäre auch zu lang. Sie sehen jetzt Luca aber hier im Jungle. Farm, sie haben da eine schöne Sentry und eine schöne Ward. Ah, und ich glaube, Radiant möchte zuerst den Tier 2 Bottom holen. Aber da ja sehr ineffizient. Die stehen hier gerade zu viert im Jungle. Haben zwar eine Ward gefunden, aber... Oder zu fünft im Jungle. Nach der Wave, wenn sie alles kriegt, wahrscheinlich ihr... Kriegt natürlich nicht alles, kriegt den zweiten Last Hit nicht. Drei Last Hits von fünf nicht bekommen. Sad. Das wäre ja sein Ager gewesen. Macht er sein Ulti hier schon ab? Nee. Nicht. Nee.
auch der richtige der Weg, glaube ich. Platz ist auch am Klingel. Gott, Dev Schmidt. Dyer's bottom tower has fallen. Alter Falter. Luke hat auch noch einen Royal Jelly, das hilft ihm natürlich extrem im Mana-Haushalten. Aber der Kling war Last Pick, oder? Under attack. Der Kling war Last Pick, ja. Perf hat sich noch gefeiert tatsächlich im Draft. Ich habe das so ein bisschen lauschen können. Mhm. Von wegen, ha, Klings, den mache ich doch nass in der Mitte. Sah auch so aus tatsächlich. Hat er auch so gemacht, krass, eigentlich ganz denkt. Gut. Ja, genau. Also er hat schon die Lane gewonnen, würde ich sagen. Aber es ist jetzt halt im späteren Verlauf, wie du es eingangs gesagt hast. Ja, da ist der Klings schon doch deutlich effizienter und stärker. Aber sie können noch nicht so, oder sie wollen auch noch nicht so richtig Highground gehen. Mit Louis Item wird jetzt nie was noch vor dem BKB. Also holt sich jetzt erstmal den Outpost. Das ist so gewinnt. Kein Outpost für Dire. Vor allem, warum Shivas? Der Silencer, der macht Pure Damage. Das ist. Willst du eigentlich HP oder BKB haben gegen Silencer? Willst du echt keinen Shivas haben gegen die? Ja. Also ich würde sogar fast sagen, auf Death Shuffled kann man mittlerweile, gerade in diesem Game gegen Morph, Skalis bauen. Es gibt jetzt mittlerweile Skalis? Auch Health Reduction. Ja, weil du einfach die, wie die Spirit Vessel im Prinzip, mit Auto-Hits, Regen runter machst. Und das ist gerade gegen Morph. Ach, das wusste ich gar nicht. Oh, okay. Ja, das wurde gechanged. So, seit gestern oder seit dem Patch? Seit diesem Patch jetzt, ja, seit gestern. Ja, das ist ja richtig. Ist zusätzlich nochmal reingekommen. Das macht es natürlich nochmal auch für den Death Prophet zum Beispiel zu einem Item eventuell. Und das finde ja. Ich zum Beispiel jetzt auf jeden Fall besser. Ich finde, Skadi ist immer ein sehr gutes Item, wenn du viel Attack Speed hast. Aber es stimmt, also schlecht könnte es nicht sein. Aber da hätte ich trotzdem lieber die Wessel gesehen. Ja, auf jeden Fall. Die Wessel macht sich nochmal ein gutes Stück tankiger. Gibt die Aura gegen alle. Gibt dir die Charges. Das ist schon hoch. Die ganzen Misses! Wirklich... Hast du die Misses gesehen? Ja, die Misses. Und es reicht trotzdem fast. Aber der Jakiro stand da auch ein bisschen out of position, macht aber nichts. Die nehmen hier einfach ganz gemütlich die Wax. Was sollen wir denn auch machen gegen den Klings? Und Noel sneakt sich hier wieder von der Seite rein. Wenn der Bane da aufpasst, dann können sie es wie beim letzten Mal, können sie den einfach mitnehmen. Oh, jetzt ist Silence viel zu früh! Glaube ins Nichts! Snap Ulti ins Nichts! Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich den X-Call erwartet, weil er hat auch seine Blade mehr angemacht und der hat wahrscheinlich irgendwie gemisplayed. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Und jetzt Ronny, schönes Ulti! Wir haben kein Global Ulti! Der ist viel zu weit vorne! Das Fiends gebombte Silencer! Das Fiends gebombte Silencer! Ja, aber das wird schön vom X gecancelt. Der hat eine Blade mehr. Der X macht das hier gut. Luca kann den X nicht hauen. Jetzt müssen sie ein bisschen aufpassen. Alcaraba überlebt hier. Aber die Midrex sind down. Ist wieder da. TP 3. Und der Whistle ist tanky. Der X misst seinen Call schon wieder auf die Death Prophet. Die Death Prophet lebt noch, aber die wird jetzt sterben, dass sehr viel Damage da reinkommt. So, und Ron Nizzle versucht hier mit einem Blinding Light nochmal zu retten, aber dafür hat er, glaube ich, gerade auch sein eigenes Todesurteil unterschrieben. Ja. Ja. Impossible. Und das ist nochmal ein gratis Inf. Gratis Inf Silencer. Okay, was das gratis ist, die haben Tracks mal verloren. Das ist schon sehr hart erkauft eigentlich. Buyback auf Perf. Aber sie haben keine Buybacks benutzt. Kein einziger Buyback. Perf ist weggekommen. Der war ein bisschen low, ist dann zur Base. Wieder reinspielt. Radiant's Middle Tower has fallen! Die Snapfire geht auch auf eine Wessel schön. Jetzt musst du mich vielleicht mal ein bisschen aufklären. Wenn der Morph lebt, klingt sich als Morph. Kann er dann die Searing Chains komplett die ganze Zeit benutzen oder nur wenn er der Klings ist? Ich glaube, nur wenn er der Klings ist. Das wäre schon eine sehr merkwürdige Erkenntnis. Jetzt geben sie die Rex hier auf. Schöner Sleep auf den Morphling. Also sie haben kein Fiend Script ready. Oh, und Luca ist aber da, der will jetzt hier. Oh, jetzt den richtigen. Schön! Das war das Mindbreaker Orchid Play. Und Noel wieder zu greedy, um zu Attribute shiften nach dem Manta. Ja. Oh, und Luca will weiter, der will Perf, aber der hat keinen Stun, kann da nichts gegen tun. Schade, schade. Er geht Schokolade. Auf Lugifier. Noel hat kein Buyback. Das sind die Bordracks. Das müssten die Bordracks sein. Also ohne Noel können sie hier ganz, ganz sicher nicht verteidigen.
Ja, außer der Swift lässt sich jetzt hier hart pick-offen, dann könnte es nochmal schwierig werden. Swift, ich finde, das ist genau das richtige Play in so einer Situation. Schön die ganzen Leute auf dich ziehen, wenn du nicht stirbst, dann ist es echt nice. Dann bist du zwar ein bisschen low, ja, ich sage, aber du hast Spells gebaitet. Genau das ist das Ding. Wenn er nicht stirbt, ist es gut. Wenn er stirbt, ist es schlecht. Dann muss der ja wahrscheinlich back. So, und Luca will jetzt... So, jetzt haben sie aber trotzdem nochmal Macropire für die nächste. Gebt mir Vision auf den Tower, gebt mir Vision. Der Jakiro ist so out of position die ganze Zeit. Oh, Wolfgang steht out of... Das ist ja... Kann man sich ja gar nicht anschauen. Oh, du musst ein bisschen weiter hinten stehen, um deine Spells zu benutzen. Luca haut hier alles rein. Luca räumt auf. Noel hat immer noch tot. Das ist der Tower, der T3. Wollen sie die Rex haben? Drei Buybacks. Da gehen sie sicher zurück. Noel ist noch tot, aber... Der ist gleich wieder da. Noch den No-Name. Bane, Ghostkill. Nochmal ein bisschen 4 Instats. Eieiei. Ich muss leider hier diese Heiko und die Fans den Jakiro verantwortlich machen, dass es nicht klappt, weil der steht da zu weit vorne einfach. Und wenn der sich da nicht so offpicken lässt, einfach von hier hinten, da wo das schöne Lina-Bild anlächelt, seine Spells reinmacht, dann ist es so viel einfacher. Dann kann der Kings nicht einfach hauen. Das geht auch. Weil er läuft vor den T3, um dann Macropile zu machen und dann einfach zu sterben. Oh, André ist vielleicht mal zu spät benutzt. Könnte jetzt ein gutes Counterplay sein, aber der hat BKB, der bringt sie jetzt einfach alle um, wenn sie den machen sie einfach nass. Sicheres Play, schön gemacht von Ich meine, er hat gerade noch mal mehr Damage bekommen. 85 Deathpack Damage, dauerhaft, das ist schon sehr viel Schaden. Er wird immer stärker. So weit im Networth vorne. Kann Noel mit dem Satanic das Spiel nochmal umdrehen? Es liegt hier so viel Pressure auf ihm, weil der Silencer, ich glaube auch leider der Item-Build auf dem Silencer, der ist es einfach. Nee. Vor allem, guck mal, er geht also jetzt nach Manta noch auf eine Linkins. Das ist schon, oh. I'm untouchable. Ich weiß nicht, das ist einfach Luca, nicht das Play. Wie rennst du denn da schon wieder rum? Aber die haben da keine Sentry, die haben da eine eigene Sentry. Und warum stellen die denn keine Sentry auf Dyer? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich! Oh, wenn ich das sehe! Die haben ja keine Sentry! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben wahrscheinlich alle Sentry schon gekauft. Aber das ist ja, das ist... Der rennt da allein in drei Gegnern rum, guckt sich ein bisschen um, was passiert hier. Und Jules ist jetzt hier sehr aggressiv drin, aber das ist ein schönes Kotl-Ultim nochmal zu retten. Da kriegt er auch das Jules raus. Purge die Vessel, kann die jetzt alle silencen, aber die werden rausgeschubst aus dem Silence. Nee, er hat den Großteil noch getroffen, jetzt stirbt der Mob. Das muss das Game gewesen sein. Da haben sie einfach kein Damage mehr. Ich hab das Finale offensichtlich verpasst hier. Ich war eben kurz an der Tür. Lukas Talent ist auch so unfassbar stark. Oh, haut hier alle währenddessen. Schönes Nightmare nochmal. Ja, ich sehe auch nicht, wie sie das umdrehen sollen. Das ist einfach das Game. Oh, Luca, jetzt hier beide gesilenced. Oh, stirbt er nochmal? Beide! Das macht nichts, da werden sie wahrscheinlich jetzt GG tun. Keiner hat Buyback. Luca Buyback denkt sich so, Jungs, mach mal fertig. Es ist doch gerade so ein bisschen im Trend, nicht mehr GG zu callen, sondern einfach finishen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Bisschen unmannert. Ja. Aber vielleicht denken sie auch wirklich, dass sie das noch verteidigen können hier. Ja, wer weiß. Vielleicht wollen sie bis zum Ende fighten. Dyer's Middle Tower. Oh, der Ex nochmal da. Oh, schöner Call. Oh, sehr schöner Sieg tatsächlich. Macht nichts, da hilft auch der Bane als schöner Counter und bekommt so viel Damage. Weil der hat immer noch nur diese drei Items, BKB, Orchid, Deso und es reicht einfach, um alles umzubringen. Ja, dazu hat er natürlich auch 95 extra Damage, die er gesammelt hat, das ganze Geld. Das ist schon ziemlich gut. Und der arme Jakiro, der ist, den klingt so... so hier... Oh, das ist so crazy, wie er da die ganze Zeit unterlegt und alles. Der Searing Arrows macht. So, und das war's. GG, well played. Noel und Perf callen beide nicht mal GG. Unmannered. Und so wie Ronny es jetzt sagen würde. Eben hat Luca einfach beide von denen easy alleine gefightet und gewonnen. Ja.
Go next. Schon hartes Game. Naja, schöne.